Hallo und willkommen zurück zu Flint spielt XCOM 2 War of the Chosen. Als allererstes möchte ich mal einen super, super lieben, herzlichen, netten Dank loswerden an Sandor Toss, der mir eine SSD-Platte quasi geschenkt hat. Die macht wirklich einen Unterschied und dafür danke ich dir ganz super herzlich. So, mein letztes Spiel ist abgekrallt, als ich die schlechte Nachricht des düsteren Ereignisses bekommen habe. Das Safe Game habe ich noch einigermaßen retten können. Wir haben jetzt noch ein paar Tage und dann bekomme ich das Ereignis und danach läuft es so weiter, wie es sonst auch läuft. Also gehen wir mal dahin. Und Kontakt weiter. Fokus auf Sektor 14, Ostasien. Und bekommen gleich unser düsteres Ereignis. Genau das. Verlorene Welt. Das heißt, ab jetzt habe ich immer Verlorene dabei. Das heißt, ich brauche ganz dringend die Karte mit zwischen den Augen. So, weiter Kontakt herstellen. Einmal Avatar Progress. Als nächstes kommt der Kontakt und dann mache ich was anderes und dann kommt eine Terrormission. So, damit haben wir den nächsten Kontakt, bekommen ein paar Vorräte monatlich, haben einen Zugriff auf was Neues und haben die Attentäterin entdeckt, die übrigens auch in der Vergeltungsmission auftritt. So, wir gehen uns den Wissenschaftler holen. Bevor jetzt irgendwas fertig wird, kommt die Vergeltungsmission. Nämlich hier. Ist ihren Freunden bewusst, So, das dass ihr bestätigen wir Schicksal mal. nur von ihrer Rückkehr in den Griff der Ältesten abhängt? Und in den Testversionen habe ich die einfach so losgeschickt. Jetzt schmeiße ich mir erstmal alle raus. Und schaue, wen wir wirklich mitnehmen. Der war mit Freudi zusammen. Freudi ist auch verfügbar, also nehmen wir Chaos und Freudi. Damit haben wir einen Scharfschützen und einen Spezialisten. Oh, ich kann noch nicht. Corona habe ich inzwischen da. Ja, die könnte ich also mitnehmen, um das mal zu schauen, dass wir das hinbekommen. Scharfschützen, Spezialist haben wir schon. Und einen Scharfschützen und einen Grenadier. Also zwei Scharfschützen wären ein bisschen doof, muss ich mal leider behaupten. Also nehmen wir mich mit. Meine Frau. Dann haben wir einen Ranger, einen Scharfschützen, einen Spezialisten. Dann fehlt noch ein Grenadier. Ist der erste Grenadier, den wir mitnehmen könnten, der am weitesten ist. Ich könnte auch ihn noch mitnehmen. Nee, aber ich glaube, ich nehme einfach mal Jörg mit. So. Jörg hat noch nichts weiter. Überlegen, ob ich integriert habe oder nicht. Gegenstände mal herstellen. Gar nichts.
Templer hilft mir nichts. Templer hilft mir auch nichts. Und Scharfschütze, ja, okay. Das machen wir mal noch. Rüstung, das ist alles egal. Okay. So. Einmal Ausrüstungsgegenstände freigeben. Das bringt nichts. Kriegt auf alle Fälle das Medikit. Nee, ich freue mich. Das ist mein Spezialist. Hier ist mein Spezialist. Ich würde da jetzt gerne noch was in die anderen Dinger reinpacken, in die anderen Slots. Aber... ich kann sogar nichts mehr herstellen. Also nehme ich die so wie sie sind und starte den Einsatz. Auf! Skyranger, Man ist bereit für Einsatz. Zu Operation Vertreter Funke. So, hier der erste Unterschied zu meiner alten HD und der SSD, die ich jetzt habe. Ton und Bild sind gleichzeitig und ich habe die drücke eine beliebige Taste quasi zum Ende der Einsatzbesprechung. Dann starten wir mal und dann sehen wir gleich das zweite, was die SSD macht. Das Video läuft sofort los und läuft flüssig. Einer der Auserwählten führt einen Angriff auf das Widerstandsnest in diesem Gebiet an. Unsere Leute tun, was sie können, um sich zu wehren. Aber wir müssen den Zivilisten helfen, die in der Nähe gefangen sind. Unweit von ihrer Position versteckt sich eine Gruppe von Widerstandssoldaten. Begeben Sie sich dorthin und helfen Sie ihnen, die Alien-Truppen abzuwehren. So, die Gruppe ist hier hinten. Das ist also eine Mission, wo ich auch Unterstützung habe. Allerdings muss ich da erstmal hinkommen. Legen wir endlich los! Und aus meinen Tests habe ich erfahren, dass da ein paar richtig viele Gegner sind, so für meine Ausrüstungsgruppe. Begebe mich zum Ziel! Wenn wir uns also erstmal so ein bisschen vorwärts bewegen. Bestätigt, rücke aus! Und hoffen, dass die... Klingt machbar! Overwatches treffen. Ah, ich gehe schon. Genau, Feuerschutz stellen. Und, wie gesagt, die Assassinen. So, die kann zurückschießen. Und die erhält Gesundheit, wenn wir verletzt werden. Explosionen machen mehr Aua. Und Schnitter machen mehr Schaden. Ich habe keinen Schnitter dabei, aber ich denke mal, das macht nichts. Und ich beende es schnell. Die
Außerwelten-Attentäterin kommt unserer Position nahe. Wachsam bleiben. So, die machen jetzt meine Leute putt. Commander, Advent denkt nicht an Rückzug. Ihre Einheiten im Einsatzgebiet ignorieren unsere Truppen, um gezielt Zivilisten anzugreifen. Schalten Sie die Widerstandsaktivität. Macht kaputt. Mal ein bisschen was. Endlich. Ziehen wir uns mal ein bisschen vor. Jetzt komme ich. Ist aber immer noch nichts, also werden wir jetzt mal ein bisschen vorziehen. Wird erledigt! Verstanden! Und hoffen, dass wir in der nächsten Runde ein bisschen was reißen können. Setzen die Aliens sie aber noch in die Linie ein. Ich sehe Advent-Truppen. Ja, und wieder zwei auf der Schlacht gepult, wie beim Test auch. Ich bin schon angelenkt. Ein kleines bisschen besser treffen. Die Jagd hat begonnen. Oh, den werden wir erstmal versuchen anzuhauen. Und ein bisschen mehr anzuhauen. Freudi, du kriegst gut. So, okay. Mama, geh da hin. Dann, das hört sich nicht schlecht an. Dann machst du jetzt mal die da kaputt. Hab ich da jetzt meine ganzen Leute getötet? Oh, scheiße. Okay, mein Fehler. Muss ich aber mit leben. Wir kriegen trotzdem noch genügend Leute gesichert. Und los geht's! Wollen wir mal sehen, wie das weiterläuft. Ermaßen knicken, wir können allerdings. Und ab. Hoffe, damit ist der Deckung weg und sie angekratzt und die Rüstung zerschreddert. Genau. Und hier kommen die Untoten aufgrund meines düsteren Ereignisses. Unter anderem, um die paar zu töten? Eigentlich nein. Hinziehen. Und auf den Mutant schießen. So, ich kann direkt auf ihn schießen. Und schieße daneben. Na super, bei 80%. Da haben sie den einen getroffen.
Ja, mach mal die Lost weg, das ist aber gut. Und da haben wir noch eine Gruppe. Verloren. Ja, okay, das Unterstützungsfeuer hat den einen verloren getötet. Das ist nicht schlecht. Ihr seid zu dicht bei mir dran. Ja, das ist schön. Meine Widerstandstruppen. Zwei Schaden auf den Buttern, gut. Eine große Gruppe Zivilisten sitzt in der Nähe ihrer Position fest. Unsere Sensoren erfassen feindliche Truppen, die sich schnell nähern. Wir müssen schnell handeln, bevor die Aliens diese Menschen abschlachten. Es gibt kein Versteck, das vor mir sicher wäre. So, hier habe ich Freudi. Freudi. Ja, das könnte knapp werden. Das ist auf alle Fälle. Und dann macht er erstmal den Tod. Du warst kein Gegner für mich. Und noch knapp. Newton ist doof. Okay, dann warten wir noch eine Runde. Mama! Sich den Läufer vor. Feind ausgeschaltet. Dann warten wir auch nochmal. Ich den eigentlich tot machen. Das macht er aber lieber von hier aus. Bin unterwegs. Okay, der Newton, der ist mir wichtiger. Den haben wir jetzt mal weg. Hoffentlich. Na, nicht ganz, aber fast. So, Chaos kriegt ihn jetzt weg. Ich habe was gefunden, nicht schlecht. Papa geht aufsammeln. Hoffentlich lohnt sich das. Und überlegt sich dann, was er noch tut. Iliumkern ist super gut. Ja, das ist auch nicht schlecht. Und noch ein Iliumkern. Es ist hier drüben. Ich würde mal behaupten, er zieht sich irgendwo hin zurück, wo ihn keiner sehen kann. Keiner zu ihm hinläuft. So, Freudi hat nur noch Fernziele. Na, geht mal ein kleines bisschen zurück. Rücke zur Zielposition vor. Und versucht mal den Mech zu treffen, ein kleines bisschen. Ich könnte etwas Munition gebrauchen. So, Freudi. Dann schieß mal drauf. Auch nicht schlecht. Panzerung getroffen. Oh, der kümmert sich um die Verlorenen. Alles gut. Die Seiten achten. Ja, das habe ich mir beinahe gedacht. Okay. Ich glaube, mit drei Schaden können wir noch überleben. Daneben schießen ist super geil. Thank you.
Das ist nicht so toll. Der arme Jake McDonald. Dieb, ihr Verlorenen. Standsleute machen sich ein bisschen Mut. Bräuchten mal bessere Waffen. Wo immer ihr zuschlagen wollt. So, dann wollen wir mal kurz schauen. Wird Krieg erstmal hier ein bisschen einhauen. Abschuss bestätigt. Reservemunition. Und auf ihn noch schießen. Abgeprallt. Meine Waffe ist leer. So, wen können wir denn angreifen? Den. Na super. So, Freudi, du siehst keinen. Hier siehst du ein paar. Gehst du erst dahin? Machst den tot? Willst du noch mehr? Und schießt noch den Mech. Mach ihn bitte tot. Okay. Super, Freudi. Alle, die von den Ältesten in diese Welt gebracht wurden, sind gleich. Chaos muss sich jetzt mal ein bisschen bewegen. Und bewegt sich hier hin. Schüsse, also einmal auf den. Na, Kacke. Brauche Munition. Dann bewegen wir uns mal. Hier hin. Okay, bin unterwegs. Ich sehe keinen. Okay, dann euer Schutz. Mir entgeht nichts. Mama. Geht hier hin. Bestätigt. Schießt einmal auf den. Und schießt dummerweise daneben. Mal, wir können die Gruppen befreien. Ohne dass zu viele Leute durchgehen. Da bist du falsch gelaufen, lieber Verlorener. Ey, cool.
Widerstandsleute. Die zumindest die Leute ein bisschen aufweichen. Die Ältesten gewähren mir ihre Visionen. Und so bin ich überall. Dann werden wir jetzt mal ein bisschen nachziehen. Und doch jetzt gehen. Roger. Nachladen wäre vielleicht mal eine Idee gewesen. Machen wir das jetzt? So, Krieg. Du ziehst. Bitte mal hier hin. Position bestätigt. Und ziehst auch keinen. Na, oh, muss ja auch nachladen. Siehst da ein, du gehst noch ein bisschen näher ran und machst erstmal den Läufer platt, hoffentlich. Habt ihr das gesehen? Magazine sind leer. Mann. Und weiter geht's. Hätten wir aufpassen sollen auf die Aktionspunkte. Und den Nachladestand. So, bitte, tot. Dankeschön. Nicht schlecht. Die Ältesten haben wertvolle Zeit auf diese niederen Wesen verschwendet. So, damit haben wir die ersten Gruppen bei der ersten Runde freigemacht und der Widerstandskontakt läuft zu der anderen Gruppe. Was jetzt nicht unbedingt hilft, weil ich glaube, auf der ersten Gruppe habe ich zu viele Leute getötet. Daneben, von direkt daneben. Okay. So, Freudi muss auf alle Fälle dich daran ziehen. Und los geht's. Aber immer noch kein. Nochmal, zieht auch ein bisschen näher ran. Befehl bestätigt. Sieht auch keinen, geht in den Feuerschutz. Rücke zu Zielkoordinaten vor. Auch keinen. Feuerschutz. Kein Problem, Boss. Geht nichts. Ich würde gerne mal jemanden sehen. Und darfst du nachladen? Und weiter geht's. Vorsichtshalber auch nachladen. Und weiter geht's. Jetzt werden wieder Leute von uns gekillt. Griff. Okay. Feind erledigt. Das war Nummer 1.
sehen uns jetzt. Nicht daneben schießen. Auf die Flanke landen, sie bewegen sich. Gut, die sind bloß rausgelaufen. Hier wird noch ein bisschen der Mech vermöbelt. Bitte triff. Und jetzt noch einen auf den. Na okay, da geht auch. So, dann wollen wir mal schauen. Mama zieht auf alle Fälle hier hin. Begebe mich zur Zielposition. Und kann den für 66% treffen. Okay. Ziel vorbeigeschossen. Ist ja auch noch ein Rookie. Da darf das mal sein. Und du ziehst hier hin. Und damit ist der hin. Feind neutralisiert. Ich könnte etwas Munition gebrauchen. Hier ist auf alle Fälle die Entdeckung. Dann, ja, den oder den Schutz weg. Komm hier hin. Damit ist der auch ein bisschen aufgeweicht. Und vollkommen schutzlos. So, Schwertmeister, das wäre dahin. Nein. Hoffentlich lohnt sich das. Hin. Bitte Kritte bei 50%, sollte das gut sein. Okay. Die sieht immer noch keinen, muss also noch dichter ran. Schaut mal, ob er den mit 58 auch trifft. Jo, der Schaden ist schon mal nicht schlecht. Okay, ihr habt uns auch gesehen. Und er trifft einen weiteren Zivilisten. Schön. So. 100% auf den Mech. Go. Danke, Freudi. Abgeprallt. Man geht noch ein bisschen dichter ran. Schmeißt eine Granate. Ja, schmeißt eine Granate.
Weg geht hierhin. Oh, wir sehen den Auserwählten. Oder die Auserwählte. Ich will mich nicht um Ideologien streiten. Diese Welt gehört bald mir. Ich muss sie nur gefangen nehmen, Commander. Und jede Spur des Widerstands auslöschen. Der Auserwählte ist genau dort, wo wir ihn haben wollen. So. Greifen wir an. 74%? Ich nehme lieber die 74%. Und zerschredder noch eine Rüstung. Sören, was mache ich mit dir? Lass mal bitte hier hin. Und hoffentlich killst du den Mech. Gehe ich mal lieber ein bisschen dichter ran. Bin gleich da. Ihr alle wurdet von den Ältesten auserwählt. Erweist ihnen Ehre. Okay. Frage. Liegen lassen oder weiterarbeiten? Ausgeschaltet. Wow. Okay, dann würde ich schon sehen, dass wir die Tante auch ausschalten. So, das ist nichts. Mama sieht so erstmal auch nichts, aber erstmal wiederbeleben. Okay, ich bin desorientiert, aber damit kann ich vielleicht noch leben. Finden wir es heraus. Jo, einmal drauf. Okay. Nicht schlecht. Ich gehe mal hier hin. Und da ist nur sie drin. Chaos. Kein Problem. Kannst sie auch flankieren. Mit 80 und Zubidubi. Oh, da ist der Essless. Wir sehen uns wieder. Wir haben den Auserwählten gezeigt, dass der Widerstand sich nicht kleinkriegen lässt, Commander. Jetzt müssen wir das bitte Ding in Feuerschutz. Endgültig ausschalten. Ist bitte auch in Feuerschutz. Daneben ist aber ganz doof. Feind steht noch. Los, Freudi. Naja, ein bisschen. Alles gut. Mal schauen, was der Widerstand noch macht.
Offensichtlich sollten wir den Gesichtslosen tot kriegen in der nächsten Runde. Wenn ich das richtig sehe, bin ich damit dann auch fertig. So, 100%, einmal drauf. Dann habe ich hier Krieg, der muss erstmal nachladen. Nachgeladen. Genau. So, und für 89%. Hat noch zwei. Ja, einmal hier hin. Und dumm put. Okay. Die leere Klinge, die Attentäterin, haben wir einmal besiegt. Fähigkeitspunkten. Wir haben 20 Feinde besiegt. 3 von meinen Leuten sind verletzt. Keiner getötet, was super gut ist. Dann mal zurück. Ich möchte den Bürgern von Advent versichern, dass unsere Friedenshüter alles Notwendige tun, um weitere Angriffe durch kriminelle Elemente zu verhindern. Die Ältesten haben vollstes Vertrauen, dass wir jegliche Bedrohung für unseren Frieden abwenden können. Auch cool. Also Bild war da, bevor der liebe Sprecher fertig mit seinem Gespräch war. Dann mal go. Förderung? Keine Ahnung. Mal schauen. Die Auserwählten der Ältesten sind extrem widerstandsfähig. Trotz so, heutigen Sieges dann befördern wir mal Mama. Zu lernen, wenn wir sie dauerhaft ist ein Spezialist. Und Papa. Nein, Krieg, nicht Papa. Krieg. Krieg bekommt. Schwierig. Deckung zerstören oder nee, ich nehme Deckung zerstören. So, einmal kurz bei den Kameradschaften schauen. Mir, es passt noch eine Mission zusammen und dann passt das. Oh, 8 Zivilisten gerettet, 2 Kerne, 1 Mehrlader und einen ganzen Batzen Leichen. Mutons können wir autopsieren, die Mechs können wir autopsieren, Verlorene können wir autopsieren. Und wir bekommen mehr Vorräte. Oh, Freudi und Sören können ihre Kameradschaft verstärken, aber ich habe dummerweise noch nicht das Dings, wo ich das weiter steigern kann. Energie habe ich genug. Wir misstrauen ihnen, aber im Moment dient ihr ich habe nur 3 unserem Zweck. Hey, Ingenieur, ja. Gut, dann warten wir noch auf die Technikabteilung ein bisschen und dann wird die Kameradschaft später gestärkt. Und wir schauen erstmal, dass wir weitermachen. Auf den ersten Blick an die Millionen Einwohner dieser Städte scheint das wenig zu kümmern. Infos. Ja, aber Advent entgeht nichts. Ihre Truppen, die nicht unbedingt wichtig. Automatischen Systeme. Sie sehen einfach alles. Es ist Wissenschaftler. Immer mal mit dem Wissenschaftler weiter. Seinen Ausweis zeigen zu müssen. Den Opfern, die sie auf dem Schlachtfeld zu Goku. So, die Präzisionsgewehre haben einen zusätzlichen Slot.
Die Ergebnisse unseres Durchbruchs sind ziemlich faszinierend. So, Endspeicherdekodierung wird inspiriert. Gut, Infos brauche ich zurzeit nicht so. Verwirrungslastenträger sofort verfügbar, auf alle Fälle. Die Advent-Betäubungslanzenträger wurden scheinbar vor dem Hintergrund entworfen, sie in den Stadtzentren zur Wahrung des zivilen Friedens einzusetzen. Obwohl sie Waffen bei sich führen, die auch für nicht tödliche Angriffe ausgelegt sind, deuten jüngste Berichte eine zunehmend aggressive Haltung dieser Einheiten an. Gut, damit haben wir das hier fertig. Wir haben einen Pulsklinge und einen Ionklaue verfügbar. Für den Scharfmützler und für unsere Ranger. Neue Forschung. Nein. Ich glaube, ich will am besten gleich mal Psionik machen. Erstens mal, weil ich in meinem Charakterpool jemanden habe, der wahrscheinlich Psioniker werden soll. Und weil ich Psioniker mag. Auswaffen wären nicht schlecht, aber. Erstmal das. Ist in der Tat eine wichtige Aufgabe, Commander. So, weiter ein Wissenschaftler suchen. Unsere Aktionen waren erfolgreich. So. Und die Ältesten spüren Angst. Deck haben wir gefunden. Ikin hat 10 Ausweichen bekommen. Die beiden Leute haben ein bisschen Zusammenhängen gemacht. Dann wollen wir weitersehen. So, wir haben einen Befehl Sabotage und können einen Widerstandsbefehl und den Hexer weitersuchen. Das Ding hatte ich noch nie, aber das ist ja sowas von geil. Gut, okay, bei den Batzen Avatar-Pips, die ich habe, macht das nicht so viel raus, aber das bei einer normalen Kampagne ist super geil. Jeden Monat ein Pip weg, nichts zu wollen. So, eine neue Aktion. Widerstandsfraktionen hat sie dazu bewegt, uns ein paar neue Informationen zu den Außerwählten zu geben. Den haben wir doch aber schon, da brauche ich den nicht zu erforschen. Die hier. Okay. Ingenieur. Ingenieur wäre eigentlich gut. Gesundheit. 2 Wir holen uns einen Ingenieur. Gesundheit plus 2. Wäre gut bei einem Nahkämpfer. Scharmützler nicht so ganz. Ranger Rocky. Joe Silver. Ja, Joe kriegt Gesundheit plus 2. Und wir nehmen irgendeinen Soldaten mit rein. Arne hätte ich, glaube ich, gerne als Psionika und ein paar. Komm, Franziska, gehst du mit Franziska los? Kann leider nicht das Risiko aufheben, dass ein Soldat verwundet wird, aber das ist nicht ganz so schlimm, der fällt dann halt ein bisschen aus. Wir erledigen das, keine Sorge, Commander. Oh. Wissenschaftler. Da haben wir unseren Wissenschaftler, Henry Rux. So, was können wir jetzt noch machen? Information und Vorräte. Ich glaube, Vorräte sind wichtiger. Und meine anderen Vorräte kommen gleich. Wir empfangen eine wichtige Übertragung, Commander. Bringe sie auf den Bildschirm. Sie haben im letzten Monat deutliche Fortschritte gegen die Aliens erzielt, Commander.
Ich hoffe, dass Ihre fortdauernden Bemühungen weiterhin erfolgreich sind. Also, nach dem, was ich hier sehe und da sehe, hätte ich eigentlich eine bessere Bewertung erwartet, aber okay. Mein Fokus, all meine Bemühungen. Nahkampfschaden, das finde ich gar nicht schön. Ist der Rufen, das ist einigermaßen Bane. Stärker denn je und werde sie nicht enttäuschen. Ja, das weiß ich. Ja, die kriegen es umso besser. Aber bis mehr als einer geht noch. Was haben wir hier noch? Gegenfeuer. Vorräte, nein, das will ich so gar nicht, insbesondere weil es halt permanent ist. Machen wir mal noch auf. Okay, Panzerung kann ich mit leben, Gegenfeuer kann ich mit leben, 50% Vorratslieferung kann ich nicht mit leben. Nur mal sehen, was als nächstes kommt. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Befehle, die wir reinhauen können. Scharmützler. Einsatztimer werden erhöht. Kann ich knicken, weil ich habe meine Einsatztimer schon verdoppelt. Wissen wird reduziert, ist schon nicht schlecht. PKS-Effekte werden erhöht, ist sehr gut. Und der Avatar. Okay, also Avatar-Fortschritt weg. PKS-Dingenskirchens. So. Das wollen wir gar nicht, weil wir wollen nicht, dass jemand stirbt. Das hört sich gut an. Aber ich glaube, ich nehme lieber den Widerstandskontakt, weil, wie gesagt, wir haben definitiv genügend Zeit, dass ich das erstmal nicht brauche. Ja, wir nehmen den Kontakt. Sie sind der Boss. Probieren wir erstmal und suchen hier erstmal die Vorräte weiter. So, der Raum ist frei. Ich muss noch einen Testbereich bauen. Ich habe keine Vorräte dafür, das ist eine andere Sache. Aber da will ich sowieso was anderes hinbauen. Das heißt, ich brauche unbedingt ein Trainingszentrum. Ich will keine Werkstatt bauen, infolgedessen ist es egal, wo ich ihn baue. Aber ich habe immer noch genügend zu wenig Vorräte, da brauche ich gar nicht schauen. Also graben wir erstmal weiter aus. Sobald ich Vorräte habe, nehme ich die hier weg und baue eine neue Einrichtung. Unsere Leute scheinen gut zusammenzuarbeiten, Commander. So, okay, damit haben wir den nächsten Ingenieur. Den kann ich weiter schnell ausgraben. Und Franziska wurde befördert. Vielleicht mal gucken, was sie ist. Eine neue. Wir haben neue Dinge gelernt. Neue Taktiken, die wir gegen die Diener der Ältesten einsetzen. Wir haben jetzt lauter neue. Wir werden sie auf ihren Befehlen ausprobieren. Widerstandsbefehl, ja, Energie wäre schon nicht schlecht, aber eigentlich nicht das, was ich will. Einnahmen erhöhen ist Pillepalle. 18 Fähigkeitspunkte wären schon was. Vorräte. Oh, das könnte ich jetzt sogar machen und hacken. Forschungsdurchbruch wäre. Krankenstation reduziert. Kameradschaft formen. Ich glaube ich nicht. Nein. Ich glaube, wir werden mal sehen, dass wir hier schon mal anfangen. So, Sergeant Plus. Ist mit ein Spezialist. Ist mit Freudi. Freudi ist ein Scharfschütze. Okay, das heißt, hier kommt Freudi rein. Kommt Chaos rein, damit der Hacken mehr kriegt.
Und den schicken wir mit Hunger los, damit er ein paar Erfahrungspunkte kriegt. Go. Ich befehle meinen Leuten, sich sofort auf den Weg zu machen. Oh, wir haben Franziska, die befördert worden ist. Und die ein Grenadier ist. Okay. Kriegen wir hin. Dann schauen wir noch mal kurz, was unsere Vorräte machen. Das wird sich noch als großer Schritt nach vorne erweisen. Ah, ich habe vergessen, den Wissenschaftler, den Ingenieur zu verteilen. Okay, Psionik ist abgeschlossen. Wir können ein Psi-Verstärker bauen und ein Psi-Labor. Und wir haben experimentellen Waffen inspiriert. Das heißt also, die machen wir auf alle Fälle. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Was kann ich für Sie tun, Commander? Einstellen. Komm her. Psi-Labor, 175 Vorräte. Kristalle haben wir. Das heißt, wir brauchen jetzt wirklich noch die Vorräte. Sobald ich die habe, brauche ich ein Psi-Labor. Wenn ich ehrlich bin, nein. Ich vermisse nur meine ganze Ausrüstung. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, Advent muss ihn ein tolles Labor angerichtet haben. Waffen fertig. Gab es jedenfalls keine Ressourcen. Wollte ich nachher hier Axt, Schattenhüter und Frostbombe. Die müssen wir allerdings erst bauen. Unsere Inspiration hat sich als vorteilhaft erwiesen. Mehr auch noch nicht haben. Ja, dann machen wir jetzt mit den Gausswaffen weiter. Ich werde es zu unserer höchsten Priorität machen. Strategische Ressource gefunden. 71 Vorräte, okay. Vorratslieferung wieder auch noch. Die wir jetzt einsammeln. Die Ältesten hintergangen haben, sich in der Nähe befinden. Sie wären gut beraten, sich von diesen nutzlosen Kreaturen zu distanzieren. Gehen wir ein bisschen weiter. Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. So, damit haben wir vielleicht so weitermachen, Commander. Das Versteck ein bisschen gefunden. Bei unserer letzten Aktion haben wir neue Informationen über die Auserwählten erlangt. Sie gewinnen meine Leute allmählich für sich, Commander. Und das will was heißen. Und kontern. Meine Leute sind bereit für weitere Arbeit, falls sie zusätzliche Befehle für uns haben, Commander. Ist schon nicht schlecht. So, Hunger ist befördert worden. I befördert worden. Unser Einfluss auf die Widerstandsfraktionen hat sie dazu bewegt, uns ein paar neue Informationen zu den Außerwelten zu geben. Tätkontern ist nicht was. Was kriege ich hier? Leutnant und nochmal hacken. Kriege ich hier Freude wieder rein? Den werden wir aber erstmal befördern. Soldaten. So, Freudi. Beförderung. Oh, die braucht doch gar nicht hätten. Da habe ich irgendwas falsch gemacht. Du sollst auf alle Fälle erstmal ein Pistolero werden. Also bekommst du schnell ziehen. Noch ein. Mal, ich habe Chaos auf das Hidden gepackt. Schlicht aus. So, glaube noch einer mit Beförderung. Hunger. Was hörst du? Unserer Welt über alles Sichtbare hinaus zu erhalten. Ihre Taten auf der ganzen Welt haben die Ältesten erzürnt. Und versetzen ihre Schergen in Angst. So. Das macht sie zu wertvollen Verbündeten. Solange sie der Sache treu bleiben. Chaos rein. Hier. Die rein. Soldat gefangen. Sergeant plus.
Komm, Joe, du gehst mit. Und go. Verbindende Einsätze sind unsere Spezialität. Hoffentlich können ihre Leute auch mithalten. So, dann sammeln wir noch ein paar Vorräte ein. Commander, wir haben eine ihrer Einrichtungen entdeckt. Richtung. Ah, hinten. Okay. Noch ein Punkt mehr. Da wollen wir nicht zurück. Ich gehe jetzt erstmal zum Schwarzmarkt. Der Markt ist offen. So, das mache ich aber in der nächsten Folge. Die Folge ist schon lang genug. Ich hatte eigentlich gedacht, die nächste Aktion kommt, also die nächste Mission kommt irgendwann, aber das war ein bisschen lange. Deswegen wünsche ich euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute, euer Flinks. Tschüss.